So, plus 18, ja, das ist grenzwertig. Ein bisschen verschätzt habe ich mich schon. Lag aber wahrscheinlich jetzt auch am Staging und daran, dass wir uns ausrichten mussten. Sonst wäre es genauer gewesen, bin ich mir ziemlich sicher. Das wäre besser gewesen. Los, 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 los. Okay, gut. Sind nur noch 100 Meter. Alles klar, Single Speed. Und dann passt das. Wie lange brauchen wir denn bis dahin? 206 Tage. Oh, überbrannt. Egal. Egal. Komm, weg. Ach, so, wie lange dauert's? Bis zum Encounter. Ja, Encounter ist in 100. What? Achso, erstmal, stimmt. Erstmal müssen wir hier raus säuen. Also aber nicht hier Add Alarm, sondern wir gehen jetzt direkt mal. Wo ist er da? Eve. Focus View. Und können dort unser Brams-Manöver eigentlich schon eintragen. So, das ist in 209 Tagen. Da wissen wir es wenigstens schon mal. Add-Manöver, Abbremse. Wow, super gebremst, by the way. So, komplett Abbremse. Das sind 1000 Meter die Sekunde. Das wird passen. So, add. 55 Sekunden ist der Half-Burn. Passt. Add Alarm. So, das ist in 208 Tagen. Gut, jetzt gehen wir zum SMR Mark 1. In 36 Tagen ist er an der Periapsis. Und dort bremsen wir dann erstmal runter. Und jetzt bin ich gerade noch mal leicht neugierig, ob da an dem Ding, was wir nach Duna geschickt haben, jetzt eine Antenne dran war. Das wage ich zu bezweifeln. Duna, 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 Satellite 1, bam. Das ist schon geil, dass sogar Dress einen Satellit bekommen hat vor Duna. What? Weil ich denke, hier ist keine Antenne. Und ich würde tatsächlich, man ist denn Kerbin Duna erst noch über ein Jahr hin, tatsächlich versuchen, an der Stelle, ich habe wirklich die Antenne vergessen. Was ist denn mit mir los? Ist da wirklich keine Antenne on board? Warte mal, open. Das testen wir jetzt direkt mal aus. Lock Pressure Data und Send. Fuck it. Okay, deswegen klappt das nicht. Close. Ja, dann werden wir hier mal versuchen, eine Antenne anzukoppeln, tatsächlich. Mit dem, was wir gesagt haben. Und keine Ahnung, was zur Hölle das hier schon wieder soll. Aber das Game spackt halt auch gerne mal rum, wie es Bock hat, ne? Gut, dann müssen wir versuchen, hier eine Antenne anzukoppeln. Es ist zwar wahrscheinlich einfacher, ein komplett neues Schiff zu schicken. Aber, ja, wir werden das vielleicht wirklich mal probieren. Okay, gut. Wir gehen in die Tracking Station. Und schauen wir mal, dass wir jetzt die Mission fliegen, die wir eben gesehen hatten. Das da, SMR. SMR in 36 Tagen, dann Kerbin Moho, Kerbin Tress. Noch vor allem anderen nochmal Kerbin Tress. Und da müssen wir natürlich erstmal gucken, dass wir ein Schiff bauen, das auf Tress landen kann, tatsächlich, nachdem wir die SMR-Geschichte hier fertig gemacht haben. Das sind Messungen auf Joule, ne? Ja, und danach kommt Tress Landing zum Drillen. Glaube ich, wir müssen dort bohren. Ist jetzt die Frage, ob man das bemannt macht. Weil Dress ja dann doch relativ easy war, müsste man das dann natürlich sich mal reinziehen. So, wir kommen in 36 Tagen an die Periapsis. Können wir dich wenigstens als Focus View nehmen? Nein, weil wir Joule gar nicht erst auswählen können, ne? Ne, nicht direkt. Weil die Periapsis im Weg ist. God damn it. So. Gut, macht aber auch erstmal nichts. Wir kommen von da. Das heißt hier Add-Manöver. Und um so hart runter zu bremsen. Oh, okay. Ist gar nicht so viel. Das ist gar nicht so viel. Gut, dann ziehen wir da natürlich rein. Retrograde, ja, komm. Und wir spulen die 36 Tage nach vorne. Of course. What else?
um dann abzubremsen. Yay! Ja, das ist schon vor der Periapsis. Trotzdem, Sop. Sop. Und Retrograde und Retrobremsing. Beziehungsweise jetzt können wir natürlich sogar gucken, dass wir hier so nah rankommen. Das verbraucht nämlich sau viel Sprit. 10 Minuten, scheiße. Okay. Okay. Ne, Retro. Nee, komm, wir bleiben da. So, das dauert jetzt 12 Minuten, das heißt 6 Minuten vor und nachher. Alter, das wird ein langer Burn. Aber das ist natürlich erforderlich. Jupp. So, add S. Half burn. Add Alarm. Boom. Und dann 3 Minuten. Ne, 28 Minuten. Die Periapsis wäre theoretisch in 3 Minuten. Alright. Ja gut, wir müssen die aktuelle Periapsis vielleicht ein bisschen besser treffen. So. Okay. So muss er sogar noch länger brennen. Macht ja erstmal nichts. So, dann sind wir auf jeden Fall nahe genug dran. Das Problem an der Stelle ist nämlich tatsächlich, das muss weg, Add Alarm, so, zack, bam, dass wir da wirklich zu nah dran sind. Da wird jeder Veränderungsburn wird hart, aber das ist in Ordnung. Gut, das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich 12 Minuten brennen. Das riecht doch nach Beschleunigung, was wir natürlich auch raushauen. Go, go. Und dann brennen wir das hier erstmal schön runter. Ich werde jetzt mal, Alter, ich wollte eigentlich was ausblenden, aber diese anderen Orbits sind alle von den Monden von Yule. Das ist natürlich interesting. Die Sache ist natürlich, dass wir da dann doch saunah rankommen. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wo ist er denn? Alter, scheiße, sind wir nah. That's great. Das ist wirklich nah. Und wir sind schnell. Schnell as fuck. Okay, wir müssen rausbrennen. 2400. Das bedeutet, wir müssen unterwegs auch nochmal stagen. Und dann wird's eng. Dann wird's eng. Naja gut, wir brennen das hier auf jeden Fall jetzt erstmal raus und gucken, dass wir bei Yule dementsprechend abbremsen. Ich werde ihn schön hier eingeblendet lassen. Und wir beschleunigen, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Yay, yay, yay. Okay, wir gucken jetzt gerade mal, wie das hier aussieht. Eigentlich ganz gut. Ich werde mich jetzt auch nicht mehr auf das Manöver verlassen. Ich gehe jetzt komplett auf Retrograde. Und wir werden das hier wegkillen. Und wir müssen auch gleich stagen, 20 Sekunden. Gucken, dass wir nah genug da rankommen. Und dann können wir den Orbit natürlich nicht mehr anpassen. Wir werden das hier fucking schnell überfliegen. Das sehe ich leider schon kommen. Periapsis fällt, das war klar. Trotzdem müssen wir hier gleich nochmal stagen. Und dann müssen wir gucken, wann wir hier tatsächlich drüber kommen. Oh, stagen. Bye. So, das müsste jetzt sogar schneller gehen. Dem ist auch so. Deutlich schneller. Nice. Allerdings fallen wir da auch zu schnell. Würde bedeuten, wie lange brauchen wir denn hier? Eine Stunde nur, um darüber zu fliegen. Das ist natürlich nice. Da haben wir noch genug Zeit. Dann hören wir jetzt hier lieber auf. Fliegen rüber bis hierhin. Circa. Dann steigen wir nämlich auch wieder. Warp hier ist ja jetzt echt eigentlich, wir sind sauschnell unterwegs. Alter, das wird hart, da rechtzeitig die Messungen zu nehmen. So, und dann bremsen wir nämlich weiter. Jetzt fallen wir zwar trotzdem, aber nicht mehr so schnell. So, das machen wir jetzt so lang, bis wir 56 Minuten. Nice, eine Minute. Okay, der Orbit ist fucking schnell. Und beim nächsten Mal fliegen wir sogar da drüber, wo wir vorbei wollen. Das ist nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur gucken. Gravitational Checks müssen wir da machen. Hätte ich sie mal lieber irgendwo eingebunden. Also das ist schon ein extrem naher Yule-Orbit. Das hatte ich so noch nicht.
400, 300, wie sind wir jetzt hier? 286 zu 360. Das ist okay. So, Gravitational Jizz. Also generell, ich habe ein bisschen Angst, ne? Mal gucken. Lock the Seismic, ja, das ist genau das, was gerade nicht geht. Konnte ich natürlich auswählen. Was haben wir da? Gravity Data. Okay, Transmit. That is working. Okay. That's great. I love it. 70%. Oh, wow. Irgendeine mathematische Formel. Gut, jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir gehen erstmal da hoch. Und dann schauen wir mal, ob wir da schon mal Daten nehmen können. Das ist Gravitational Force, oder? Ah, ich gehe lieber mal auf Nummer sicher. Gravimetric, yep, okay. So, Warp hier, 52 Minuten. Okay, das könnte eng werden. Wo sind wir denn? Ach, da unten. Scheiße. Irgendwann können wir die Daten aber nehmen. Hey, irgendein Mond. Hey, what the shit? Ach, nee, da kommen wir diesmal nicht vorbei. Da müssen wir nochmal gucken. Das ist noch mal ansatzweise in der Nähe. Wir könnten natürlich versuchen, den Orbit zu verfälschen. Allerdings haben wir nicht so viel Scheißdreck dabei. Aber es dreht sich eigentlich relativ schnell. Das würde also bedeuten, dass wir, wenn wir es versuchen, wir können es versuchen. Ja, da wird er jetzt jedes Mal auf 100 runtergehen, weil wir so tief unten sind. Wir kratzen ja aber an keiner Atmosphäre, ne? Nee, kann ja nicht sein. Okay. Ja, weil, guck, im nächsten Umlauf ist das Ding schon wieder da. Also, theoretisch ist es natürlich alles machbar. Theoretisch, weil jetzt sind die Dinger wahrscheinlich aligned. Wir kriegen auch keinen Orbit hin, der da irgendwie besser wäre dafür. Das wäre natürlich wünschenswert, dass wir das irgendwann mal überfliegen, weil offensichtlich. Obwohl, jetzt könnten wir sie hinbekommen. Gucken wir mal. Da gucken wir doch mal. Jo, bleib du immer mal Retrograde, das ist in Ordnung. So. Ah, das wird eng. Das wird eng. Machen wir mal hier, Warp hier, 12 Minuten. Weil dann dreht sich der Scheiß schon wieder weg. Jetzt dauert es natürlich länger. Ich glaube auch nicht, das ist echt schwierig. Kann er mir die hier anzeigen? Das wäre toll. Activate Navigation. Jetzt sehen wir's. Oder? Sehen wir was? Nee, nicht wirklich. Guck mal, wie weit es weg ist. 800 Kilometer. Und das ist eigentlich... Ah, den da. Activate Navigation. Kilometer Entfernung, by the way. Könnt natürlich jetzt versuchen, drauf zuzufliegen, was totaler Bullshit ist. Das ist der Barometer, das ist falsch. Das ist auf der Seite da. Gravity Data. Ich glaube aber nicht, dass wir da so nah rankommen. Jetzt sehen wir sie. Alter, die sind echt weit weg. Also werden nicht mal ansatzweise. Wir müssen auf 500 Meter oder auf einen Kilometer genau sein, ne? Glaube ich zumindest. Das wird genauso sein wie wenn man auf dem Boden unterwegs ist. Sprich, der fliegt gleich wieder weg. Okay, da müssen wir noch ein paar Turns natürlich mitnehmen. Okay, ich will es jetzt natürlich nicht beschwören, dass es so ist. Aber die liegen halt echt nah beieinander und man überfliegt es halt übelst. Okay, Reset. Ah, das ist zu weit weg. Biome gibt es hier gar keine, weil wir keine Oberfläche haben, offensichtlich. Wir könnten natürlich versuchen, den Orbit da anzupassen, aber trotzdem, es geht nicht, weil die so weit oben liegen. Jetzt entfernen wir uns wieder und das hat nicht gereicht. Eindeutig. Okay, cool. Machen wir noch einen Umlauf, mindestens einen. An der Aboapsis können wir mal ein bisschen Prograde gehen, by the way.